Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Vendetta. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Vendetta. Wieder mal so ein Krimi-Rätselspiel, ein Escape-Spiel, aber sicherlich auch was Besonderes. Schauen wir einfach mal. Im Verlauf dieses Videos gebe ich euch einige Informationen, ohne jetzt irgendwelche Hinweise oder Lösungen euch zu zeigen. Aber ihr wisst aufgrund des parallelen Fazits durchaus, ob das Spiel was euch ist. Wenn ihr es schon gespielt habt, seid ihr herzlich eingeladen, das natürlich unten zu kommentieren, was je nachdem aber auch eure Meinung zu dieser Vorstellung, zu dieser Spielvorstellung ist. Vendetta, der investigative Thriller für 1 bis 5 Personen, Noctis Verlag, und es ist für 1 bis 5 Personen gedacht. Geht ca. 4 Stunden, dazu auch die Information nachher, und 14 Jahre, spricht also auch vom Thema, von den Rätseln für schon ein etwas anspruchsvolleres Spiel. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, die Box gibt es auch schon eine Weile, und jetzt haben wir die Zeit wirklich uns genommen, uns jetzt in vielen, vielen Stunden uns in diesen Fall dann einzuarbeiten, weil da vorher die Information, mitten in der Nacht machst du dich auf den Weg durch das regnerische New York. Dein Pate hat dich zu sich bestellt, denn er hegt einen entsetzlichen Verdacht. Es gibt einen Verräter in den Reihen der Familie. Es ist an dir, die Ratte zu finden und die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Es handelt sich hier um ein kooperatives Krimispiel, welches ihr dann zu Hause im Wohnzimmer oder sonstiges dann spielen könnt. Authentisches Beweismaterial und Dokumente, ja, das durchaus, werde ich auch noch ein paar Informationen geben. Knifflige Rätsel, ja, mit Sicherheit, 4 Stunden, also das habt ihr nicht sofort gelöst. Logisches Kombinieren und echte Detektivarbeit, ich glaube, das ist gängig, wenn ihr euch so eine Box holt, dann ist es ja immer dabei. Unvergessliches Rätselerlebnis für 1 bis 5 Personen, es ist auf jeden Fall ein einmaliges Rätselerlebnis, weil wenn ihr das gespielt habt, dann kennt ihr quasi fast alles in diesem Spiel. Warum, wieso, werde ich euch gleich sagen, aber ihr spielt das einmal. So, was macht man, was beginnt man? Ich möchte euch auch nicht zu viele Hinweise dann liefern. Zuerst einmal, das habe ich wieder zurückgesetzt, ist in dieser Box so eine Verpackung dann hinterlegt. Das heißt, ihr habt diesen Stapel, der ist auch sortiert mit den Zahlen von 1 bis im hinteren Bereich bis 71 dann hinterlegt. Das heißt, diese Karten sind in einer Schutzfolie hinterlegt. Die legt ihr in die Mitte und dann beginnt ihr quasi mit diesem Fall bzw. mit diesem Spiel. Achtet dabei aber unbedingt auf die Seite, das heißt, welche Seite ihr nehmt, mischt die Karten nicht, sondern halt sie einfach verdeckt vor euch. Was hinzukommt, ist ein Plan. Es gibt ja oftmals auch solche Täter, Motive, irgendwelche Notizen, die ihr machen könnt, beziehungsweise euch machen müsst. Und es sind natürlich auch im Verlauf dieses Stapels Karten mit Personen hinterlegt, die ihr dann auf dem Spielplan dann auslegt. Dieser Spielplan wird beschriftet und genau deswegen immer parallel dazu das eine oder andere Bild. Man kann sich es auch separat notieren, klar, geht auch. Man nimmt ein separates Papier, wo man alles hinterlegt, oder man kopiert das in irgendeiner Art und Weise, all das geht. Aber aufgrund der Umschläge, die zusätzlich hinterlegt sind, wo da einige Informationen drin sind, also ich zeige euch nicht alles, aber das ist wirklich einiges, da haben wir einfach so viel beschriftet, dass wir auch irgendwann an dem Punkt waren, dass wir sagen, okay, komm, das beschriften wir jetzt alles, wir machen Notizen, wir ergänzen das. Es ist ja ein einmaliges Spiel, aber gleich der Hinweis, wenn ihr darauf aufpasst, separat alles notiert, dann habt ihr auch die Möglichkeit, diesen Fall, dieses Spiel Vendetta jemandem anders weiterzugeben. So, ich habe aber angesprochen, die Karten, da war ich nicht stehen geblieben. Das heißt, ist da eine Anleitung dabei? Gibt es Regeln? Ja, es gibt Regeln und die werden anhand dieser Karten erklärt. Das heißt, schaut die beiliegende Spielinhalte noch nicht an, öffnet keine Umschläge, versteht sich von allein, und dann wird einfach gezeigt, wo es Tipps und Hinweise gibt. Das heißt, ihr benötigt auf jeden Fall einen Internetanschluss. Internet ist erforderlich, weil letztendlich recherchiert ihr auch hier am besten über ein Tablet oder ein Laptop. Also es sollte ein größeres Gerät sein, weil hier geht es auch um Google Earth und andere Dinge, das heißt Überwachungskameras und sonstiges. Teilweise ganz cool gemacht. Ihr benötigt das dann auf jeden Fall. Handy wäre natürlich auch nicht schlecht, weil bei dem einen oder anderen Fall beziehungsweise bei der einen oder anderen Aufgabe, dann telefoniert ihr auch mal.
ja, ihr wählt wirklich die Nummer, die da hinterlegt ist. Das ist natürlich auch ganz cool gemacht. Also nur Mut, wer sowas nicht kennt, ist es natürlich mal was anderes. Deswegen wären mehrere internetfähige Geräte oder Handy natürlich auch ganz gut, wenn ihr mit mehr Personen dann zusammensetzt. Ich habe es angesprochen, den Plan habt ihr vor euch. Ihr habt dann noch so ein DIN A4-Blatt mit einem Zeitstrahl, weil es geht in Informationen. Es geht natürlich bei diesem Thriller natürlich auch um ja, gewisse Opfer, die in diesem Spiel vorkommen und euch ist es natürlich daran, diese Rätsel zu lösen. Und ihr werdet bewertet anhand von Sternen, wie gut ihr seid, am Schluss natürlich auch. Das heißt, ihr bekommt immer wieder Hinweise zu einzelnen Bereichen und wenn da ein Stern oder mehrere Sterne hinterlegt sind, dann war das natürlich auch ganz gut. So, das heißt, ihr lest die ersten paar Karten einfach durch, gibt Informationen, die Symbole werden hier dann nochmal separat gezeigt. Das kann ich auch in die Kamera halten, hier sieht man es. Also recht einfach und ihr findet hier spielend einen Einstieg. Also um reinzukommen in dieses Spiel, ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das heißt, innerhalb von 10, 15 Minuten, wo ihr all die Karten dann vorliest vor der Rückseite, bekommt Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst, wenn ihr Hilfe zu Rätseln braucht. Das wird alles anhand der ersten Karten gezeigt und natürlich auch das Finale legt er separat und dann geht es auch schon los mit der Einleitung, verschiedenen Orten und verschiedenen Rätseln. So, und jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil ich euch da nicht zu viel zeigen will und einzelne Karten werden dann natürlich auf dem Spielplan ausgelegt. Und so rätselt ihr, so führtet ihr an den Fall herangeführt, an die Familie, an die Vor- und Nachteile gewisser Bereiche, an die Persönlichkeiten, welche Rolle die dann spielen und müsst dann zwischendurch auch Entscheidungen treffen. Das heißt, ihr müsst im Verlauf dieses Spiels bekommt ihr Anweisungen, die ihr ausführt, die ihr ausführen könnt, in einer gewissen Art und Weise, was Mafia-Manier hat, oder praktisch in einer Diskussion dann vielleicht endet, vielleicht harmonisch in gewisser Art und Weise, und ihr bekommt Entscheidungen, die jeweiligen Karten nehmt ihr. Das heißt, das Spiel verzweigt in Teilbereichen, je nachdem, was ihr für eine Entscheidung getroffen habt. Die kann hart sein, die kann weich sein, die führt zu Sternen oder halt keinen Sternen, aber so kommt ihr in dem Spiel voran. Wichtig immer, schaut auf der Seite, wie gesagt von Noctis, Noctis Verlag, da bekommt ihr Informationen und Tipps zu einzelnen Bereichen, weil die Rätsel sind durchaus schon knackig und anspruchsvoll gemacht. Und deswegen auch gleich am Anfang ja der Hinweis, was die Altersangabe angeht, ist ja mit 14 Jahren hinterlegt. Wenn ihr jetzt mit 12-Jährigen, 10, 11, 12-Jährigen spielt, klar, es ist natürlich eine Spielzeit, es sind natürlich schon Mafia-Manieren dabei mit Opfer, Motiven und sonstiges. Deswegen hat man das ab 14 aus meiner Sicht dann auch hinterlegt. Das passt. 12 wäre sicherlich auch noch eine Möglichkeit, aber aufgrund des Themas denke ich ab 14 Jahre hinterlegt und aufgrund der Herausforderung der einzelnen Rätsel. Weil letztendlich müsst ihr auch Internet bedienen, recherchieren über Google, über Orte, über Homepages, das heißt, müsst ihr Recherchen dann machen und da gehört natürlich einiges dazu und da braucht ihr natürlich auch ein gewisses Wissen und da bin ich wieder beim Thema, deswegen wahrscheinlich ab 14 Jahre. So, gehen wir erstmal zur Anzahl der Mitspieler. 1 bis 5 Personen ist hier angegeben. Ja, dieser Fall, einmaliges Spielerlebnis, lässt sich auch super solo spielen. Wir waren zu zweit, hat auch super funktioniert. Bei 3, 4, 5 Personen kann ich mir, bei 3 kann ich es mir durchaus vorstellen, funktioniert das auch. Ihr bekommt so viele Infos. Wichtig ist nur, dass jeder so ein mobiles Gerät hat, wo er dann selber Recherchen machen kann, weil ihr so viele Objekte bekommt und Informationen bekommt. Kleinere Rätsel, größere Rätsel, die dann teilweise auch mal 20, 30 Minuten gehen, wo wir uns dann ein bisschen aufgeteilt haben, wo wir gesagt haben, okay, das Dokument ist klar, wir brauchen hier eine Lösung, was wir jetzt da machen. Wie überzeugen wir jetzt die Person? Dann müssen wir erst das Rätsel lösen oder wir gehen gerade raus und wählen eines dieser möglichen Punkte aus. Und haben uns ein bisschen aufgeteilt, was die Rätsel angeht. Das heißt, okay, du machst jetzt das Rätsel. Ist ja auch klar, in welche Richtung es geht. Man muss vieles umkodieren dann auch in gewissen Bereichen. Ich schaue mir jetzt hier den Plan an vom Restaurant mit den verschiedenen Möglichkeiten, was es da zu essen gibt, die natürlich auch kleinere Rätsel bilden. Also man teilt sich auf. Könnt ihr machen. Also wie gesagt, mit mehr Personen durchaus. Ich hätte mal gesagt, maximal 3, vielleicht 4 Personen ist aber durchaus machbar, weil wenn ihr da alleine rätselt oder zu zweit, hat das Auswirkungen auf die Spielzeit. Weil 4 Stunden ist angegeben, wir haben die Zeit wir haben sie auf jeden Fall benötigt. Und wenn ihr da zu viert rätselt oder zu fünft,
Ja, dann kann das Zeitfenster auf jeden Fall weiter nach unten gehen, weil man parallel dann löst, an Rätsel schaut, recherchiert, Tipps gibt, der ein oder andere kann sich darum kümmern, das passt. Wenn er natürlich Mehrwert auf jedes einzelne Rätsel legen wird, wo er sagt, ich möchte wirklich aber bei jedem Rätsel dabei sein, dann alleine oder zu zweit. Da seid ihr dann doch ein bisschen näher dran. Also wisst ihr Bescheid, 4 Stunden müsst ihr aber auf jeden Fall rechnen. Und dieses Sitzfleisch benötigt man natürlich. Es wird ja auch angegeben, macht mal eine Pause oder etc. Ihr könnt es auch zurücksetzen, beziehungsweise ihr habt ja die Notizen gemacht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das aufgebaut zu lassen, dann könnt ihr es spielen. Wir haben es an einem Tag gespielt oder einem frühen Abend begonnen und dann gespielt. Alles machbar. Also das zu dem Punkt. Macht Spaß. Das ist natürlich auch der wichtige Punkt, den ich ja bisher unterschlagen habe. Ist das jetzt ein ein attraktives Escape-Spiel, ein Krimi-Spiel? Also zuerst einmal spielt man es ja gemeinsam. Ihr löst das einmal, ihr werdet es dann nicht nochmal spielen. Klar, man hat natürlich andere Karten, wo man vielleicht nicht gesehen hat, aber letztendlich, was die Lösung, was die Sterne angeht, das ist ein einmaliges Erlebnis, das spielt man aus meiner Sicht einmal. Und geht natürlich in die Krimi- und Escape-Richtung, aber es geht in eine Richtung, wenn man da bisher nicht erfahren ist, wird man es mit diesem Spiel schwer haben. Wer aber schon sehr viele Krimi-Rätselspiele, Escape-Spiele hinter sich hat, der kommt hier voll auf seine Kosten. Immer unter Berücksichtigung der Spielzeit. Das ist der einzige Knackpunkt in diesem Spiel. Wenn ihr da überlegt, ist es vielleicht euch zu lange. Aber ihr möchtet einfach mal einen längeren Fall, wo ihr euch recherchiert über Quizze, Tatorte, über Patronen, über Abfolgen, was das Opfer dann betrifft. Und da recherchiert, da fließt Zeit rein. Wenn ihr da euch den Tipp holt, seid ihr natürlich schneller, aber da kann es sehr zeitintensiv dann sein. Und da etwas Erfahrung tut auf jeden Fall ganz gut. Also etwas erfahren, was diese Escape-Spiele, diese Krimi-Spiele sind, die solltet ihr auf jeden Fall haben. Ansonsten ist die Box wirklich sehr voll, was Material angeht. Schade jetzt eigentlich um das Material, weil man schmeißt quasi die Verpackung, die Schachtel hebe ich wahrscheinlich auf, aber das Innere, alles ist hinterlegt. Markiert will ich auch nicht zu viel zeigen. Das ist ja alles hinterlegt und beschriftet und das schmeißt man natürlich im Anschluss weg. Das sollte man sich natürlich auch bewusst sein. Aber angemessen vom Preis, je nachdem, wann ihr das Video dann schaut oder ob ihr es über die unten genannten Links holt, ihr könnt ja mal schauen oder beim Händler dann holt, dann müsst ihr einfach mal schauen, was den Preis dann angeht, ob das denn euch dann wert ist. Das ist aber bei allen Krimi-Escape-Rätselspielen der Fall, das ist ja oftmals ja nur ein einmaliges Spielerlebnis. Ich glaube, damit kann ich zu Ende kommen. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Klar, man braucht Sitzfleisch. Wir waren auch schon frustriert an dem einen oder anderen Rätsel. Ja, dann schauen wir halt mal kurz rein. Spielt für uns weniger eine Rolle. Bevor wir da uns eine Stunde mit dem Rätsel aufhalten, dann spickt man da rein, holt sich den Tipp, je nachdem die Auflösung. Das bleibt euch wie immer überlassen. Wir haben das teilweise mal genutzt, weil wir einfach an der einen oder anderen Stelle nicht weiter wussten, einfach gedacht haben, jetzt hängen wir gerade hier in der Sackgasse, wo machen wir denn weiter oder wie ist denn das jetzt gemeint? Aber das darf jeder, wie üblich natürlich jeder selber für sich entscheiden, ob er alleine oder mit mehr Personen dann das Ganze dann absolviert. Also, schönes, attraktives Spiel, coole Story, man kommt super schnell rein, thematisch auf jeden Fall gemacht, hat paar schöne Fragestellungen und der Aspekte, wo man sagt, ja, der Jörg geht lieber den harten Weg, die andere Person oder Mitch oder meine Frau diskutiert dann doch eher, aber es ist Mafia-Thema. Manchmal ist es gut, wenn man ein bisschen strenger ist, manchmal ist dann die Diskussion auch wichtig, aber entscheidet selbst und falls ihr das spielen wollt, oder das habt schon gespielt, ihr dürft es gerne kommentieren. Falls es euch holen wollt, wünsche ich bzw. wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß. Nutzt das. Ihr braucht Ruhe, ihr braucht sehr viel Platz, abhängig davon natürlich, weil sehr viel ausgelegt ist. Und ja, schauen wir einfach mal, was jetzt eure Meinung dazu ist. Ansonsten sage ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.